Fernsehen noch blöd. Hinter jeder großen Band steckt ein noch größerer Leadsänger. So ist das auch bei Onkel Bernie. Onkel Bernie, Onkel Bernie. Sein Name? Jonas Mann. Ein naturblonder Hühne, der nicht nur mit seiner Körper, sondern mit eigentlicher Größe begeistert. Ein Mann, der jegliche Tugend in sich vereint, die es bedarf, um ein großer, ein ganz großer im Showgeschäft zu werden. Jonas? Ey, ich bepiss mich. Der Jonas? An den erinnere ich mich noch ganz genau. Dieser mickrige, kleine, zurückgebliebene Typ. Ey, nie geduscht, krumme Beine, den Geruch hatte ich noch monatelang in meiner Bude. Und die Songtexte erst. Ey, die sind doch alle von Kim Frank geklaut. Ey, echt mal, oder? Puh, was für ein Jonas? Ah, ist das der mit dem Pferdeschwanz? Jonas weiß, worauf sein Erfolg fußt. Dem Rückhalt in seiner Familie. Mit seinen Erzeugern und Verwandten hält er einen liebevollen Kontakt. Für ihn ist klar, dass Blut dicker als Wasser ist. Ja, genau, das ist der mit den schwarzen Locken. Nach dem durchschlagenden Erfolg als Musiker nimmt sich Jonas nun dem nächsten großen Schritt seiner schillernden Karriere an. Die erste eigene Show im Internet. Großzügig hat er bisher alle Angebote zu einer TV-Karriere abgelehnt. Weder die Moderation von Wetten, dass noch der Jurystuhl neben Dieter Bohlen bei DSDS konnten ihn locken. Nein, intellektuell und anspruchsvoll sollte die Show sein. Joko und Klaas hatten gerade die vierte Staffel einer Rewe-Tankstellen- und Sparkassenwerbung angenommen und es abgesagt. Ich war total verzweifelt und einen rückgratsloseren Trottel als diesen Jonas hatte ich auf Schnell auch nicht finden können. Mein Onkel Bernie-Tattoo habe ich längst weglasern lassen. Hier, mein Joko und Klaas-Tattoo. Jonas, von Kollegen auch die Lady Di des Produktionsteams genannt, erfreut sich größter Beliebtheit und punktet mit Freundlichkeit und Generosität am Arbeitsplatz. Ah ja, der Jack Henry, ja freilich, mein Ex, der wurde Hund, ja weiß ich doch. Ah nicht. Jonas heißt der Mann, Jonas. Jonas, ich kenn keinen Jonas. Berlin, die atemberaubende und schillernde Metropole, ist also um eine Persönlichkeit reicher geworden. Friedrichshain hat seit dem Einzug von Jonas und seinem Showstudio eine enorme Aufwertung erfahren. Immobilien-Hedgefonds haben eine rasante Kursaufwertung erfahren. Die Familienzuwachsrate rund um die Samariterstraße ist explodiert und die Gegend floriert. Also meiner Meinung nach sollte diese Drecksbude schon lange abgerissen worden sein, da hier eh nur noch Ratten und Kakerlaken wohnen, was zwar keiner weiß, aber das habe ich diesen Heinis natürlich nicht erzählt, aus Hygienegründen und wie auch immer. Und von daher wäre mir eine Strange halt ganz recht. Lasst euch verzaubern von einem Mann, der Delfin-Zwilling-Pate im Tiergarten ist. Ein Mann, der ein offenes Ohr für die Probleme seiner Kollegen hat. Ein kreativer Tausendsasser und feinfühliger Poet. Und wie sagte einst Erich Kästner so schön, alles, was gigantische Formen annimmt, kann imponieren. Auch die Dummheit.